Yes. Okay, zwei Sachen. Immerhin. Wie gesagt, ne? Langsame Schritte, ganz langsame Schritte. Es ist großartig, wenn man eine erste Zahl im Sudoku findet. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Okay, warte. Heiß, schwarz. Hier, das ist besser. Okay, heiße Bohnen haben wir, schwarzes Pulver. Besonders aufputschend. Ja, wir haben halt genau das Gegenteil von besonders aufputschend. Belebende Flüssigkeit, energiereiches und klares Wasser. Kann ich das auch malen? Also muss ich das mit da reinstopfen? Mal gucken. Fehlen noch zwei Zutaten. Eine ganze Chilischote. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ah. Oh. Es wird langsam, ganz langsam. Wir gehen nochmal da hinten hin. Ich habe jetzt sofort abgehauen hier. Da geht's sogar noch nach unten. Das ist richtig geil, Leute. Ich liebe das. Dieses Rumgerätsel. Ah, okay, das ist einfach eine Abkürzung. Das ist einfach ein Shortcut. Ich werde, nehme ich stark an, mit der Fußfessel irgendwas in einem der anderen Dinge machen müssen. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Dann an den Baum. Da besteht keine Flucht. Da besteht... Okay, warum sollte ich das da rein... packen können. Warte mal. Mal irgendwas gucken. Die ging nicht auf, oder? Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Weil das, was da rechts ist, taucht immer da oben auf. Ah, warte mal, das fällt dann da rein und dann geht das Gewicht runter wahrscheinlich, wenn ich das irgendwie so... Lukas the Keeper, der Lieblingscharakter bis jetzt mit der 5-Euro-Spende. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Todi einfach, weil es mega zynisch ist. Ich finde die eigentlich alle ganz witzig. Also kein bestimmter. Ah, danke schön für die Spende, Lukas the Keeper. Vielen, vielen Dank. Kann ich in Feuerläufer noch irgendwas machen? Der ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin... Warte mal. Guck mal, wir machen das mal runter hier. Ja, Lotti ist auch super. Wie gesagt, kein bestimmter. Kein bestimmter. So, wenn ich das jetzt hoch mache, dann passiert... Dann müsste das ja... Ja, dann ist es jetzt da oben. Strike! Ah, so clever, Leute. Okay, jetzt habe ich Handschellen. Ob ich Lotti damit mal verhaften könnte, Leute? Ich glaube, dann würde sie mir das Genick brechen. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Okay, gut. Wir haben wieder was Intelligentes gemacht. Das ist immer schön. Aber ich hebel das jetzt nochmal nach oben hier. Was haben wir denn hier? Also das Arztding geht nicht auf. Der Feuerlöscher liegt da einfach nur rum wahrscheinlich. Der war einfach nur, nicht mehr sehen. Einfach nur um Platz zu schaffen, nehme ich mal an. Kann ich den verhaften? Ich kann das Ding nicht. Shadow, danke dir für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen, vielen Dank. Was haben wir hier noch? Nicht zum Interagieren. Das geht nicht auf. Mist. Abgeschlossen. Immer. Kann ich es aufbohren? Gott sei Dank bin ich ein Wird eh nicht klappen. Es klappt nie, wenn Verdammt. Er das sagt. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nicht. Achso, ja. Komplett falsch gedacht. Aufbohren? Gott sei Dank bin ich ein Also, das habe ich ja gerade probiert. Verdammt.
kann ich... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Schade. Ich dachte, daraus kann ich vielleicht irgendwie füllen. Kann ich einen Trichter dran machen? Ich kann das Ding nicht... Ich habe gesagt, dass ich diese Woche ein Knilz werde. Ja, dankeschön. Und wir sind auch schon wieder kurz vor 1000, Leute. 980 haben wir gerade. Krank. Sü wird dement. Vielleicht ein bisschen. Ich bin jedenfalls froh bei jedem kleinen Fortschritt, den wir machen. Was mich aber nicht so froh macht, dass ich das Bomben-Explosionsrätsel leider noch absolut gar nicht verstehe. Ich kann bestimmt was mit dem Feuerlöscher machen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja... Zellengitter und den Dietrich. Zellengitter geht auch garantiert irgendwie auf. Indem ich es ankette! Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht kein... Danke, Genfi, für 35 Jahre treu. Vielen Dank. Auf Bohren habe ich schon mal probiert, oder? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Wow, Papa Gerald, ey. Verdammt. Da hat sich jemand direkt angesprochen gefühlt. Papa Gerald, danke, dass du 20 Leuten und Tikarion nochmal hinterher als Glücksknilze adoptierst. Vielen, vielen Dank euch 20 Leuten. Willkommen bei den Glücksknilzen. Mit dem richtigen. Er sagt dafür die ganze Zeit das gleiche gerade. Dankeschön, Papa Gerald. Holy shit. Einfach übelst am Eskalieren, Leute. Kriege ich einen Sui Geld in den Chat dafür. Das wäre doch mal richtig, das wäre doch mal angebracht jetzt, oder? Ja, wir sind tatsächlich wieder vierstellig. Dankeschön. Papa Gerald, Eskalation vorprogrammiert. Sehr, sehr lieb von dir. Krank. Krass, krass, krass. Plörre. Na, von wieso? Oh Mann, ich bin immer noch... Warte mal, Steak? Roter Vorhang? Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Das hängt doch bestimmt irgendwie zusammen, oder? Das war keine Frage an euch übrigens. Nummer 66. Kann ich da nicht einfach irgendwas raus... machen? Das muss nicht gewartet werden. ich krieg das irgendwie nicht auf, das Gitter. Ist das Loch da hinten nur, wenn ich... Tatsächlich ja. So, jetzt hänge ich erstmal wieder ein bisschen. Da oben sind diese Sachen da. Das ist doch bestimmt ein Aufputschmittel da. Was sagt er bei dem Arztding? Einfach nur, es klemmt oder... Nee, abgeschlossen sagt er, stimmt. Das heißt, wenn wir den Dietrich hätten... Das geht ich aber spare nicht, mir ne? Meine... Ich spare... Könnten wir damit was machen? Okay, wir haben die Handschellen jetzt. Das könnte... Warte mal. Wenn das jetzt... Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Freigegeben, aber wie lang... Schade. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Vielleicht will er einfach nur eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, dann eben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ich wusste doch, als ich einen Stier gesehen habe, dachte ich mir, warte mal, die Kuh. Okay, immerhin habe ich das Ding jetzt mal losgeworden. Ja, okay, was machst du jetzt? Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch totlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze.
Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay, okay, pass auf. Ja, pass auf. Okay, der Stier guckt jetzt und jetzt... Toro! Hey, Toro, hab komm schon. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Dann da drauf. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Oh mein Gott, ey. Seht ihr meinen Kopf? Wie er explodiert vor IQ, Leute? Man fühlt sich so schla... Das Spiel ist sehr belohnend, finde ich. Weil man sich echt clever fühlt, wenn man irgendwas hinkriegt. Das mag ich. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurin-Tanks jetzt auf. Okay, Galaxy Brain, richtig. Passiert das irgendwas, wenn ich mich da drauf setze? Oder irgendwas mache? Gleich nochmal. Okay, dann gleich nochmal. Nochmal. Okay, gut. Jetzt bin ich einen kleinen Schritt näher gekommen, aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ich damit jetzt anfange. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum... Jetzt muss ich nur noch gucken, was ich ihn anketten. Da besteht keine Fluchtgefahr. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Das muss nicht umgefüllt werden. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Hm, so schon mal nicht. Aufschlitzen. Heute, Bohrer und dann Trichter drin. Und heute, liebe Kinder. Vielleicht beruhigen wir ihn jetzt. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Ja, der Stier ist wütend gezeigt. Okay, wir sind ein bisschen weiter gekommen, aber... Der Stier ist wütend genug. Zeit für... Sauber machen. Der Stier ist wütend gezeigt. Anketten irgendwo. Dann geh halt nochmal drauf. Nochmal. Anzünden geht immer. Naja, wäre ich auch der Meinung. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Lena Unlimited, danke für 9 Monate Treue und Glückwunsch zum Stream, Baby. Dankeschön. Okay, der Stier ist jetzt schon mal da, aber jetzt weiß ich leider nicht wirklich, was ich mit dem machen soll. Hier, warte nur mal. Das regt dich auch das total auf, oder? Was ist das überhaupt, was ich von dem da bekomme? Was ist das hier? Belebende Flüssigkeit bestimmt, oder? Okay, mit kleinen Schritt. Das haben wir jetzt gelöst, aber keine Ahnung, was ich jetzt damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Ich habe langsam echt das Gefühl, ich muss das mit den Sprengungen hinkriegen, aber... Hiermit nochmal. Wenn die Bürger von Kuchen. Damit haben wir schon lange nicht mehr interagiert mit dem Teil hier. Ganz langsam geht er dahin. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo! Hallo! Na toll. Inspektor Gizmo ist... Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorf... Ich probier's... Anzünden! Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter...
I am very confused. Hallo Feuerrüpel. Ratter, 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 ja. Mann. Warte mal kurz. Irgendwie sieht das... Mal kurz nachgucken. Das Ding ist, glaube ich, höher als... Oder? Ach, keine Ahnung. Was soll ich mit dem Teil hier machen? Was sollen diese Wege... Ist das hier vielleicht richtig? Guck mal, ich mache jetzt einfach mal da, da und da. Ups, nein, das wollte ich nicht. Weil das dort schon vorgeschlagen steht. So. Oha. Jetzt vielleicht einen Notruf melden? Oder so, wenn er dann mal dahin geht, langsam. Das ist ein Blind Playthrough, ja. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Na toll. Aber kaum, ich probier's. Ich hab absolut keinen Schimmer. Schönes Geräusch, oder? Wenn ich jetzt wieder rausgehe, ist es wieder weg, ne? Das hier ist doch die Praxis bestimmt vor dem Dude, oder? Vielleicht mal einfach alles bei ihm zu Hause sprengen hier, keine Ahnung. Oha. Ganz ehrlich. Ich weiß halt auch nicht. Ob ich irgendwo ran erkennen kann, dass was passiert. Ich weiß noch nicht mal, ob diese Linien hier einfach mich nur verwirren sollen. Wir haben halt auch scheiße viele Möglichkeiten, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Punkte gibt es. Vielleicht immer in einer Reihe oder so. Oha, das Sprengsignal. Jetzt leuchten drei Alarmdinger. Keine Ahnung, ob das irgendwas bewirkt. Vielleicht kann ich ja jetzt einen Notruf melden oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, mal probieren. Ganz langsam.
Hallo? Ich habe ein Verbrechen. Hallo? Na toll. Aber kaum ich pop. Ich bin so verwirrt. Ich lese nochmal den Hinweis durch dazu. Fütterung regelmäßig Alarmanlagen in Häusern auslösen. Kann ich auch übereinander legen eigentlich? Nee. Tunnel enden. Vielleicht ist das ja schon mal relevant. Vielleicht die Tunnel enden, die keinen Alarm auslösen. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich erkenne das nicht so wirklich gut. Ich lege die einfach mal irgendwo hin. Oha, das springt. Ach! Okay, da wurde rechts einer ausgelöst. Die haben, glaube ich, beide nichts ausgelöst gerade. Die was ausgelöst? Moin, Ikre. Oha, da springen sie. Also, die beiden lösen jedenfalls kein Signal aus. Keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form wichtig ist. Das löst eins aus, das auch. Das ist kein Tunnelende. Also, nicht richtig, jedenfalls, glaube ich. Oben hat, glaube ich, auch einen Alarm. Oha, das. Oh Mann, dahin einfach mal was auszuprobieren. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Okay, es wurde immerhin kein Alarm ausgelöst. Aber irgendwie. Hallo nochmal. Hi. Oh, irgendeinen Hinweis, bitte. Wie genau, also nicht von euch. Funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Nochmal, wie war? Wegen Schlüssel, was sagt der eh nix, ne? Rufus. Mal nach Rufus. Nein. Wenn. Mal wenn's. Nein. Ton. Mal tun. Nein. Vergiss es. Schon geschehen. Noch. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Hier. Ach, witzig. Ich hab genau. Es die Teile. Ich fahr grad auf, ich will seinen Kaffee haben. Vielleicht tauscht er ihn gegen Handschellen. Ach. Ich hab genau. Es ist ja nicht. Die Teile. Ach, ich hab. Es. Die Teile. Hier, lass mich da. Ach, da reintunken. Es ist ja nicht. Die Teile für.
Sagt der Vogel irgendwas zu Handschellen? Oder ist es... Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Dann eben nicht. Boah, ist das knifflig, ey. Ja, Fadenschlänge vordringen steht auch immer noch hier aus. Also jedenfalls kein Häkchen dran. Wie mache ich das? Was ist mit dem Ding hier oben eigentlich nochmal? Warte mal, kann ich... Überlassen sich die Odam je nach... Ja. Kann ich das vielleicht... Die Verbrechensrate hat in den so ungefähr zum Glück ist. Schade. Die Verbrechensrate so zum. Ich dachte, das Rohr bleibt dann vielleicht an Stelle stehen oder so. Das muss nicht umge. Nein, hier ist. Ich kann doch nicht die. Nanu, geht doch. Was? Was hat er gesagt? Kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Okay, ich dachte, das hätte actually was gebracht. Geht doch. Ich glaube nicht, oder? Festbinden. Die Sache hat schon ein. Die Sache hat lieber. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da... Meine erste Erfindung bei der hiesigen Wasser... Nein. Oh Gott. Ich habe absolut keine Idee mehr. Er wüsste damit nichts an. Ich will noch nicht, dass da was dann anfangen kann. Ich will einfach anketten. Muss die Balance haben. Er wüsste damit nichts. Er weiß ja nicht. Das haben wir jetzt schon angebohrt. Keinerlei Interaktionsmöglichkeiten sonst. Spende für einen Arm mit Lotti. Kami von der 1-Euro-Spende. Dankeschön. Sagst du noch irgendwas Neues?